Feurio, ich bin Miri. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Invasion mit Miri und Katze. Hallo. Dem besten, ja? Format besten auf YouTube. Besten Format auf YouTube. Oh wow, das haben wir überhaupt nicht geklaut, gell? Mir gerade so aufgefallen. Kannst du das funktioniert nicht, Half-Steps hier an den Rand setzen? Wie, das funktioniert nicht, Half-Steps an den Rand zu setzen? Ich wollte gerade die Base erweitern. Ja, unter jeder einzelnen Half-Slip da unten ist ein Iron-Bar, du Baum. Ja, ich weiß. Unfähig. Ich wollte es ausprobieren. Wo ist denn da die Kiste, die du gerade einsortierst? Miri. Ich sortiere gar keine Kiste ein, ich sortiere alle gleichzeitig ein. Dein Ernst? Das ist ambitioniert, würde ich mal behaupten. Warum macht ihr alle gleichzeitig? Dafür hast du meinen vollsten Respekt. Ich weiß es nicht. Amiri wird ihre Gründe haben und ich habe keinen Bock, mit Miri Streit anzufangen heute. Wieso sollte ich nicht alle gleichzeitig? Sie sind ja überall verstreut. Ich muss ja alle gleichzeitig machen. Ich kann ja nicht alles Zeug nehmen und wegwerfen. Ich muss das Fischi begutachten. Hast du das gehört? Er hört dir nicht zu. Wenn ich das nicht mache, kriege ich Ärger. Das ist aber auch ein gewisser Unterschied. Nein! Was kriegen denn eure Katzen, wenn sie Miri nicht zuhören? Futter. Das ist fies. Ich kriege nämlich kein Futter, wenn ich Miri nicht zuhöre. Immer wenn unsere Katzen uns nicht zuhören, dann füttern wir sie. So mache ich das später mit meinem Kind auch. Dann kannst du wenigstens nicht weglaufen nach einer Zeit. Ja! Du hast die Logik dahinter verstanden. Ich weiß nur nicht, warum ich immer nicht Futter kriege, wenn ich nicht zuhöre. Das ist irgendwie... Das kann ich dir beantworten. Nicht regelkonfirm oder so. Jemand hat in die Kommentare geschrieben, warum wir denn keine Unterwasserbase machen. Wir haben da vorhin kurz drüber diskutiert, das Problem was ist... Was mit diskutiert, meinen Sie, Sie haben es vorgeschlagen und ich habe dann direkt Nein gesagt. Das war eine gute Diskussion. Katze hat gesagt, Ideen von Zuschauern sind Mist. Katze hat gesagt, Scheiße. Fies und dann haben wir aufgehört. Nein, das Problem ist einfach, du kannst nicht garantieren, dass immer Piranhas da sind, die diese Idioten beim Hochklettern aufhalten oder beim Durchbuddeln. Wenn die sich dann einmal unten durchbuddeln, machen sie ein Loch rein... Dann läuft einfach mal die ganze Suppe bei uns in die Base, haben wir auch nichts gewonnen. Ja. Hört sich nicht gut an. Wir haben es ja bald geschafft, wir sind ja bald in Vollautomatisierung. Wartet's mal ab, bald. Katze, machst du da oben jetzt die Base ein bisschen weiter hier rüber in die Richtung zur alten Base hin? Weil ich habe jetzt unten noch, breite ich es gerade noch ein bisschen breiter, dass wir oben dann halt noch ein bisschen mehr Platz ausnutzen können. Weil, ich sag mal, wenn wir jetzt Maschinen da oben hinstellen wollen, dann brauchen wir den Platz. Ja. Es freut mich, dass du mich das fragst und ich möchte dir das gerne in der ganzen Gänze meiner Möglichkeiten gut erklären. Aber und zwar haben wir selbst als Partei uns nach einer Zeit die Frage gestellt, wie wir am besten effizient Airdrop-Kapseln in Iron verwandeln können und sind zu dem Entschluss geraten, dass eine perfekte Anwendung einer Kombination aus Schlägen mit einer Diamond-Axt und diesen Kapseln zu einem Vorrat an Eisen führen kann. Das klingt jetzt erstmal für den Allgemeinbürger nicht ganz so wichtig, aber die 7000 Euro Steuergelder waren das wert. Ich habe schon vergessen, was die Frage war, aber ja. Und jetzt? Nix, ich habe jetzt Miri abgelenkt und was du von mir hältst, ist mir egal. Ja, aber ich habe dir eine Aufgabe gegeben. Ich habe doch gar keine Frage gestellt. Ja, ich habe dich abgelenkt, damit du nicht weißt, welche Frage er gestellt hat. Und er hat seine Frage mittlerweile schon längst vergessen, weil alt ist. Klar. Und ich bin nicht alt. Au! Und wie war die Frage? 3, 2, 1. Die Frage war, ob du die Base erweiterst da oben. Ha. Ja. Und die Antwort lautet nein! Ja, mach ich. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ja, will ich auch nicht. Tschüss. Du hast mich gemobbt. Ich habe dich gemobbt. Wish a Mob in Star. Roger that. Wer ist auf die Idee gekommen, hier ein Airdrop... Was passiert? Alter. Blaudi, wie genau bist du auf die Idee gekommen, dass es intelligent wäre, hier ein Airdrop anzufordern, wo auch Nukes runterkommen können? Nein, bei Medizin-Airdrops kommen die nie. Doch, hä? Bist du doof? Wir bauen nein, hier so das ganze Ding auf. Alle Sachen sind komplett... verbraucht und zugemacht. Und vor allem, es ist auch noch so nah an der Base gewesen, dass alles hier drauf gelandet wäre in dem Moment. Ich war weit weg, das ist einfach nur hier drüben gespawnt, da kann ich ja nichts für. Ja. Es hätte ja aber auch sein können, dass das TNT hier spawnt dadurch. Ja, hat es aber nicht, oder hat es das? Spawn. Ja, ist es. TNT ist hier gespawnt. Typen ist doch egal.
denke nicht. Könnt ihr mal aufhören, mal zu nörgeln bei dem, was ich mache? Nö. Könntest ja, du aufhören, Scheiße zu machen? Ich mach keine Scheiße. Doch schon irgendwie. Ja, was machst du denn? Ich sortiere deine beschissenen Kisten. Das ist auch Kisten. Scheiße. Nee, du bist scheiße. Hast du gerade Miri für ihre Arbeit kritisiert? Das ja, ist nicht besonders nett. Du kannst jetzt auch selber Kisten sortieren. Ja. Ich mag Kisten nicht. Ja, niemand mag Kisten. Kisten wurden 1923 von Dr. Ian Kiste erfunden. Ah. Ah, das ist gut. Ah. Gut zu wissen. Danke. Danke dafür. Ich brauche 2 Kisten. Kannst du gleich ein paar mehr bauen. Wir brauchen auch noch welche. Boah, dieses Lagersystem, ey. Und ich brauche noch ein paar Schilder. Wer Zeit hat, kann mir Schilder bauen. Ich muss erstmal rausfinden, wo wir überhaupt stehen. Auf einer Plattform. Was dachtest du, was darauf für eine Antwort kommt? Ganz ehrlich, auf die Frage. Was dachtest du, was passiert? Ich dachte, Katze würde einmal mal sinnhaft dich reagieren und sagen würden, ja, Baloui, das ist wirklich eine gute Überlegung. Wie das ist eine gute Frage. Denn, herzlichen Glückwunsch. Wie können wir uns denn verbessern gut hier? Gut gefragt. Wir sind alle stolz immer, auf dich. Nee, ich bin ein Katze. Nee. Was ja, vor allem in genau dem Ton. Was? Was? Nein, fies. Wie weit sind wir denn überhaupt in unseren Quests? Ich hab das Gefühl, wir sind seit 100 Jahren nicht weitergekommen. Oh, wir haben Blast-Off, was? Du, wieso? Bau mir Schilder, los, bau mir Schilder, fies. Katze hat ein Holoprojektor gemacht, was? Oh, das habe ich schon länger gemacht, oder? Nee, ich sehe, ich habe schon eine Weile keine Quests mehr angenommen. Habe ich das wirklich schon länger gemacht gehabt? Achso, ja, habe ich. Oh, das ist der Mutter, der uns noch fehlt. Cool. Aber dafür muss ich erst Holz hacken, Miri. Das ist scheiße. Nein, los. Hä, wie nein, los? Ich muss ja wohl Holz hacken. Ja, mir egal. Sag mal, was ist los mit dir? Nee. Miri ist heute maulig. Ja, die ist richtig maulig. Und das ist Blaulis Job. Es ist Blauli McMauli. Nein, du hast es hingeschmissen. Nee. Ja, du bist fies. Jetzt muss ich hier Holz hacken wegen dir. Geht das auch schneller? Ja, wenn Katze die Säge aufbauen würde, müsste ich das nicht mehr machen. Katze? Ich hab doch gerade Holz gehackt für Truhen. Ja, aber ich muss ja Schilder machen. Das hört sich gar nicht so an. Geh, du blöde Katze! Entschuldigung. Nein, Drama! Hä? Aber ist gar keiner hier? Hä? Wo ist das Holz hin? Da ist gar keiner hier. Ein Schuss habe ich noch. Einen. Also ich würde, wenn ich das diagnostizieren müsste, dann hast du mehr als einen Schuss. War der lustig. Oh. Guck mal, Blauli kann noch einen Durchfall. Noch einen abbauen und Blauli ja, aber er muss mir erstmal eine Kiste bauen. Ich baue dir keine Kisten. Ich habe die Schilder hier, Miri. Wie viele brauchst du denn? Miri, hier, nimm. Kisten, so viele wie geht. Nein, das ist keine Angabe. Das ist keine Angabe. Ich weiß nicht, noch so 8 oder so? 8 ist keine Angabe. Nee, ist keine Angabe. Nee, würde ich auch nicht sagen. Hm? Nee, 8 ist keine Angabe. Da unten ist eine Drohne und Typen. Aber anscheinend kommen die nicht hoch. Das scheint also soweit schon mal zu funktionieren. Au, au. 8 Stück, sagst du? 8 ist keine Angabe. Dann hoffen wir mal, dass es nicht explodiert, gell? Okay, es explodiert. Wie gut. Wie auf Kommando. Oh Mann. Katze, wo soll denn, wo kommt denn so Maschinen hin. Haben wir dafür eine Kiste, Miri? Nee, noch nicht. Ja. Deswegen brauche ich ja neue hier Kisten. Wir hatten die hier irgendwo hingetan. Weil ich will wissen, wo ich den Motor hin tue. Zeug zur Zeit. Oh, du hast auch noch einen Motor? Ja. Ja klar, Miri kriegt ja auch noch einen Motor. Motorfehlfunktion. Katzenfehlfunktion. Motorfehlfunktion. Miri-Fehlfunktion. Was soll ich? Miri-Fehlfunktion. Miri-Fehlfunktion. User-Level-Neutral.
Ah, Miri, das hilft dir aber nicht, ne? Das weiß ich schon. Miri, Fehlfunktion. Warum? Ich kann doch reden, aber ich höre nicht mehr Katzen. Aber du hörst mich noch. Kann bitte der Blitz hier einschlagen bei uns zu Hause, dass der Strom weggeht? Na klar, slash summon lightning. Das funktioniert, glaube ich, nicht so im wahren Leben, aber schon okay. Miri? Tschüss. Lauri, was das mir gerade auffällt? Nein, was? Motorfehlfunktion. Motorfehlfunktion? Ja, genau das. Yay! Motorfehlfunktion. Was ist das eigentlich für Scheiß, Alter? Ich bin gerade ein bisschen besoffen, ey. Ich finde das super. Das finde ich echt super. Vor allem, dass du das mitgezogen hast, fand ich gut. Komm, wir teilen das jetzt. Wir teilen das zu dritt. Wow, das habe ich gebraucht. Ich dachte gerade im Ernst, weil die Zeile unten weg war, dass ich im Creative Mode bin. Das ist ja oben links angezeigt. Oh Gott. Ja, also hier in der Küche ist noch nichts drin so. Fischi! Das sind Fischi drin. Das sind meine Fischi. Fisch! Aha. Fisch! Fisch! Meine Fischi, ich hab mir die geklaut. Yay, Medizin, Remotes, Zeug, Erze, Kohle. Zeug klingt auch wie eine Gummifrucht so. Zeug, Frucht. Zeug. Ich hab aufgehört, ich will das nicht mehr. Kannst du weißt, also ich wohne mit Miri zusammen, ich muss ein bisschen aufpassen. Muss ich heute Nacht auf dem Boden schlafen oder so. Zu Recht, meines Wissens, zu Recht. Oh Mann. Wolltest du nicht die Base erweitern? Du hast ja, das habe ich gerade die ganze Zeit über gemacht. Achso. Ich bin gerade dabei, das zu erweitern. Ich habe übrigens neulich über Amazon, gibt's ja, wenn man Prime hat, auch manchmal so kostenlos Filme. Ja. Und ich habe mir nochmal den Warcraft-Film angeguckt. Den WoW? Nee, den Warcraft-Film, nicht den WoW. Also, ja, WoW im Endeffekt. Ich hab doch gar keinen anderen Film. Ja, Warcraft, ja, ja, schon klar. Ja, ja, ja. Warcraft ist halt die Story von Warcraft 2, nicht? Also die Vorstory von Warcraft 2. Ja. Auf jeden Fall ist mir da aufgefallen, dass dieser Film wirklich so schlecht war, wie viele Leute das gesagt haben. Ich fand ihn mega gut eigentlich, aber gut. Also ich fand ihn intern von der Story her sehr gut, aber als Film an und für sich, wenn man die Warcraft-Storytellings nicht gewohnt ist, von WoW oder von Warcraft 3 oder Warcraft 2 oder so, sondern als Casual-Kinogeher, kann ich verstehen, dass man diesen Film für nicht gut hält. Weil man die Sachen, man kann sich nicht vorstellen, wie es weitergehen soll, weil man eben in dem Fall einzelnen Leuten gefolgt ist, die keinerlei Persönlichkeit hatten, wie es halt bei WoW auch manchmal der Fall ist, so nach dem Motto, gell? Ja, das stimmt schon. Und diese Sprünge von Zero to Hero und sowas sind halt für die Leute nicht ganz einfach zu vollziehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich interessant finde, dass die Story dort doch ziemlich mischugge gehalten wurde, was die Story anging. Und ich wollte einfach nur sagen, ich habe den Film neulich wieder geguckt und ich kann verstehen, dass Leute den schlecht finden. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute den gut finden, um ehrlich zu sein. Wenn die halt WoW-Gucker sind, nicht? Ja, also wie gesagt, ich fand den cool. Cool. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Jetzt geht es mir noch ganz kurz um andere Sache. Ja, du mich auch. Ich wollte einfach mal ein Thema ansprechen. So, heute. Okay. Ach so. Wir sprechen also jetzt wieder über Themen. Da, so weit sind wir wieder in dem Projekt. Nein, in dem Projekt nicht, das könnten wir im Pixar machen, aber in dem Projekt wäre das ein bisschen, ich glaube, hier haben wir genug Action zwischendrin, sagen wir es so. Ne? Ja. Ja, 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 ja. Ich gucke gerade mal, ob es eine Möglichkeit gibt. Ja, 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 was? Fies. Also den Nether und das End gibt es im Übrigen in diesem Modpack nicht. Ich habe gerade mal gegoogelt. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Freut mich für dich. Ich muss sagen, nicht jeder Rentner kann Google bedienen. Hier steht, du musst es gar nicht.
so viele Fans es bauen, weil ein Fans, Katze, hast du mal versucht, normale Fans zu nehmen und nicht Metall-Fans? Nee. Ich habe herausgefunden, dass die Metall-Fans funktionieren und dementsprechend. Und was ist, wenn die Holz-Fans das gleiche machen? Dann ist das doch schön praktisch. Dann ändert es trotzdem nichts daran, dass wir viel mehr Holz bräuchten als Eisen. Und an Eisen kommen wir gerade relativ gut dran. Nee, eigentlich nicht. Eisen Drohne, müssen wir erforschen. Drohne, Holz. Drohne. Ah, danke. Wo? Oh. Ist sie nett? Hab keine Waffe ist zum Schießen. Nett. Hab nichts zum Schießen. Ich auch nicht. Alter, ich bin down. Ich bin down. Ich hab sie erledigt. Miri macht das. Alter Schädel. Hab keine Angst. Miri regelt. Ich hab regelt. Einfach viermal dran vorbeigeschlagen. Die Wächterin der Kisten. Nee, mir ging es ja auch darum, dass wenn mal irgendwann ein Mob hier ist, der angreift oder das abbauen kann, der Eisenfans natürlich genauso langsam abbaut wie wir. Aber du, es ist so dunkel hier. Aber ich habe halt nicht mal getestet, ob es anderen ist. Siehst du? Die ignorieren Gravity. Ja, dann kannst du ja damit weiterbauen. Ich müsste erstmal Holz fällen. Ja, eben. Wir haben nicht mehr wirklich viel. Aber die Cutting-Maschinen können wir dann hier langsam aber sicher zum Ding. Aber willst du sie nicht hier mitten in die Mitte, bitte? Wo mitten in die Mitte? Ja, hier steht das Holo von deiner Cutting-Maschine. Ich habe das schon wieder abgebaut, das Holo-Ding. Nein, bei mir nicht. Ja, nee, hier hinten hast du ja genug Platz. Ich gehe mal runter und sammle ein bisschen Holz. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Passt auf euch auf, bleibt schön feurig und so. Ihr bleibt kennt schön das. Feurig, lauf, ich hau drauf. Oh, Alter, der hat heute echt Drogen genommen, oder? Ja. Miri, ich möchte darauf hinweisen, dass er bis gerade eben mitgemacht hat. Nein. Ja. Miri, was wusstest du eigentlich, dass du mir noch ein braves Katze schuldest? Ja. Warum? Weil ich vor ein paar Folgen gesagt habe, dass ich dich irgendwann dazu bringe, dass du brave Katze sagst. Ja. Und irgendwann wird das passieren. Und wenn ich dich einsperren muss dafür. Ja. Kannst du auch was anderes sagen? Ja. Außer brave Katze? Nein, außer ja. Ja. Dir wird die Antwort nicht gefallen. Ich bin Miri. Nein, ich bin Miri. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ach, das ja auch. Du bist ein Greis, mehr nicht. Ah! Ich bin nicht alt. Es regnet. Regen, fies, nasse Katze. Wir haben kein Dach. Ich fand es unter der Erde besser. Und Besuch hatten wir da auch manchmal. Was? Das ist aber nicht positiv. Doch. Wollte mir nicht jemand Kisten bauen? Katze. Hab ich doch. Wo? Hab ich dir die nicht gedroppt? Oh, sorry, hier sind sie. Ich hab dir die nicht gedroppt, tut mir sehr leid. Luna, keine Zeit, ich muss hier die Welt retten. Aua! Hundi! Oh, Hundi ist tot. Nein. Ich aber auch gleich. Oh nein. Scheiße. Hatten wir nicht gerade noch die Motoren da reingelegt oder hat Miri die jetzt schon wegsortiert? Wahrscheinlich habe ich die schon wegsortiert. Da sind sie noch drin, okay. Ich will mich jetzt nicht beschweren, aber können es bitte wieder aufhören zu regnen? Also ich finde das eigentlich gut. Nee, ich nicht so. Man hört hier die Monster nicht so bei Regen. Scheiß Hunde. Hast du was gegen Hunde? Ja, eine Axt. Fies. Die haben dir gar nichts getan, würde ich sagen. Ja, yeah. Die wollen mir aber immer was tun. Dann hast du es wahrscheinlich verdient. Nein, habe ich nicht. Wahrscheinlich schon. Denke nicht. Ah, ich bin verdrückt. Ihr scheiß Monster, aber pisst euch mal. Ich will auch gar nicht mit euch spielen. Hast du das denen auch gesagt, oder? Ja, klar. Ja. Ihr hört mir nur nicht zu, irgendwie. So wie ihr auch immer nicht zuhört. Ja. Oh, verzieht euch alle, Mann. Miri, guck mal. Was ist das? Das sieht gefährlich aus. Das ist gefährlich. Cool. Was denn? Was ist cool und gefährlich? Und es macht, bringen, und guck mal da rechts rein.
Guck mal hier rechts rein, in den Block. Was macht das? Cool, es macht Kisten. Ja, im Endeffekt macht's Kisten. Ich denke, das war das Ganze. Es macht Kisten. Hä, hey, warte. Es macht Kisten. Wo ist hier noch mein Airdrop? Hier ist mein Airdrop rufen. Hallo? Roger that. Oh, nicht im Wasser landen, da sind böse Fischis drin. Du blöder Airdrop. Das ist gemein von dir, dass du annimmst, dass alle Fische böse sind. Sind sie auch. Cutting. Alle, die die Katze unterstützen, sind böse. Okay, das funktioniert auf jeden Fall mit allen von denen. Können wir die weiterverarbeiten dadurch da drin? Nee, können wir nicht. Okay. Die Base gewachsen? Mindestens. Ein Stück, ein bisschen, ja. Das Problem ist, jetzt haben wir unten, glaube ich, nicht mehr genug Protection, oder? Blauli, ich glaube sogar, der Engpass wird uns übrigens bei Sticks ereilen. Jeder Baum, den du fällst, droppt Sticks. Ich weiß, also einige und deswegen mit. Haben wir aber zu wenig momentan. Aber wir können ich auch Planks noch Bäume gefällt! Fies! Echt? Fies. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt die Folge beenden, so langsam mal. Ja, das stimmt. Gut, Leute, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, kommt doch morgen wieder, gibt's die nächste Folge von, nee, übermorgen, von Minecraft Invasion mit Katze und Miri. Und danke fürs Dabeisein, lasst doch dem Video eine Bewertung da und wir sehen uns dann morgen wieder, übermorgen. Bis dann, macht's gut, guckt bei uns anderen Projekten vorbei und ich lösche für euch. Feurio.